Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Odyssey mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Es ist doch ganz schön dramatisch hier, was hier für Dreck in der Luft ist. Und da ist sogar ein Boot. Ich muss aber dahin. Oh, da kann ich klettern, das sehe ich ja gerade erst. Ich wollte springen. Ach, ich bin nicht gesprungen, Gott sei Dank. So, dann wollen wir mal hoch. So. Ja, Alexios, das schaffst du. Das schaffst du. Heute ist es tierisch warm, aber es wird morgen noch tierischer, was die Wärme betrifft. Und übermorgen. Ich freue mich schon total. Und wer das nicht nachvollziehen kann, der darf gerne mal Leute jetzt besuchen, die in der Dachwohnung leben. Ja. Ich habe ja hier gern, oder ich wohne eigentlich gern hier. Es war ja bis auf das letzte Jahr und im Moment auch immer sehr ruhig hier. Was ist das? Klagefelder. Der Matthäus Scheiterhaufen. Wo bin ich jetzt? Ach, das ist das Ding hier. Das ist sowas wie das hier. Elysion-Durchbruch. Guck mal, hier geht's weiter. Unentdeckter Ort. Und was ist dort? Ich gehöre nicht hierher. Dann machen wir gleich mal hier weiter. Wir gucken uns hier aber erstmal um. Viele Kerberrusse. Ich traue mich nicht, das Pferd zu holen, weil, guck mal, ich kann hier sowieso nicht lange drauf reiten. Das sind nur weiße Steine, ne? Obwohl hier ist ein Weg. Das hat übrigens jetzt die passende, das passende Design, finde ich. Ja! Guck mal, da ist ein Anleger, da kann man dann übersetzen mit dem Boot. Hier ist auch noch ein kleiner Tempel. Ruhig jetzt. Gucken uns hier mal um. Das ist nur eine Stelle zum Rüberreiten, so eine Furt. Komm schon. Ist hier irgendwas? Außer das Zeug? Einen habe ich schon übersehen. Nee. Auf geht's! Ja! Wollen aber erstmal dahin. Interessant, interessant. Da hinten war das Grab des Kronos. Das ist eine Schatzkammer. Ella! Oh! Doch da lang gekommen, wa? Ja, ich bin ein bisschen gesegelt zwischendurch. Das heißt, man kann ja hier... Wartet mal. Man kann ja... Karte. Wo ist es? Hier jederzeit zurück. Weltenportal. Quatsch. Ne, und dann kann ich... Ich kann auch ins Elysion reisen, aber ich bin ja hier in die griechische Welt, bin ein bisschen gesegelt. Und jetzt habe ich mir das weggestellt. Ah, ich bin zu doof. Ich habe wieder da drauf gedrückt. Ah, ich habe auch meine Skillpunkte vergeben. Ich werde jetzt erstmal alles ausskillen, was ich ausskillen kann. Und ich werde mich dann erstmal in die Richtung begeben, würde ich sagen. Ich war doch auch noch beim letzten Mal. War da nicht noch gestern? Ich spiele heute auch nicht lange, nur so ein bisschen vor mir hin. Hier war auch noch da hinten. Ja, da wollte ich noch nicht hin. Ich wollte erst... Das bebt hier. Ja! Ella, Ella! Ja.
Da sind ja ganz schön viele. Schatzbrunnen. Ah, da ist noch einer. Na komm, Freund. Sogar. Warum zeigst du mir wieder nur einen an? Immer traurig. Irgendwie haut das nicht richtig hin hier. Kann aber auch mit Absicht sein, das weiß ich nicht. So, das haben wir schon mal. Hier nachher noch die Störung der Totenruhe. Hier ist noch was. Da ist ein Schatz. Und da ist das Rätsel. Ah ja, der war noch nicht weit genug. Ich wusste ja nicht, dass das Gelände so riesig ist. Komm jetzt zum Skin. Die Hundis, die machen wir auch noch alle. Da, guck mal, der hat sich selbst erlegt. Der ist verbrannt. So. Halt, der ist hier unten drin. Da hängt einer. So. Da haben wir ein paar Schuhe gefunden. Und der muss ja auch irgendwo. Da ist das Rätsel. Ist das auch erledigt. Oh. Klagefelder. Wirklich gestraft sein bedeutet, dass man sich durstig über einen Teich beugt und mit anderen ansehen muss, wie das Wasser zurückweicht, seine Hand zu öffnen, um eine Frucht zu pflücken, und alle Früchte geraten plötzlich außer Reichweite. Dieses Unglück waren die Qualen des Tantalos. Du kannst dem entgehen, indem du einen flachen Teich im Westen des Fundorts diese Notiz aufsuchst. Der Baum in seiner Mitte spendet mir Schutz und Schatten. Die Klagefelder, die Klagefelder, die Klagefelder, die Klagefelder. Da sind wir, ja? Das ist der leblose Teich. Der ist auch alles erledigt, ne? Ja. Klagefelder. Hier. Ne, das ist der Scheiterhaufen. Wo waren denn die Klagefelder? Oder war das hier? Die verbrannten Ländereien? Ja, hier, da kann ich nicht weitermachen. Da muss ich erst die Rüstung haben. Guck mal, jetzt finden wir hier auch. Da wollte ich ja hin. Die Klagefelder. Die Klagefelder. Wie heißt doch? Ich bin der Meinung, ich habe das gelesen. Die Geräusche. So, Pferdchen. Da bist du ja schon. So. Ruf da.
Das war ich nicht. Ich würde sowas nie tun. Ja. Wenn ihr wüsstet, was ich heute wieder gemacht habe. Ich habe mir heute Hundis angeguckt, aber nur auf einer Internetseite. Ja. Was ist denn das hier? Na los, na los. Fällt. Ach du Scheiße. Brasidas. Brasidas. Der nächste Freund. Das ist aber schön, dass wir alte Freunde wieder treffen. Ich gehöre nicht hierher! Oh. Sind denn hier Hauptmänner da oben? Ich muss aufpassen. Sind hier noch mehr Hauptmänner? Ich sehe hier keine Hauptmänner. Scheiße. Ach da, 7 Meter. 7 Meter, der da. Ich muss unbedingt daran denken, Hauptmänner zu erledigen. Da hätte ich gleich drauf kommen können. Oh, scheiße. Ist hier noch irgendwo einer? Was ist jetzt los? Ah, wir haben es geschafft. Gerade so. Oh, das hätte in die Hose gehen können. Mist. Alter, ich muss morgen erstmal Getränk holen. Du bist der Nächste! Brasidas. Ich bin's, Alexios. Ja! Brasidas, tu es nicht! Nein, er kommt. Na, da sieht das. So. Oh, jetzt hat er sein. Jetzt macht er sein. Spezialangriff! Das musste sein. Na, mach nochmal! Ah, ja, los! Bin in sein Speer gelaufen. Oh.
Ah, das habe ich jetzt nicht geschnallt. Du kämpfst wie jemand, den ich mal kannte. Wir haben zusammen gekämpft in der Schlacht von Pylos gegen die Athener. Das Schlachtfeld war ein Flammenmeer. Ich wurde von einer beispiellosen Kriegerin niedergestreckt. Derselben, die mich auch hierher schickte. Alexios? Schön, dich zu sehen, alter Freund. Freund? Freunde passen aufeinander auf. Aber dir ging es immer nur um dich. Was ich brauchte und was dein Volk brauchte, hat dich nie interessiert. Du hast dich nur für Sparta interessiert, ich hätte auf dich hören sollen. Und dich hat immer nur Sparta interessiert. Ist dir nie in den Sinn gekommen, dass sich Sparta für niemanden interessiert hat? Wir müssen die Vergangenheit ruhen lassen. Was machst du denn hier? Du bist doch nicht tot, oder? Nein, jedenfalls noch nicht. Ich habe einen Stab von meinem Vater, meinem wahren Vater. Er hat Kräfte. Ich wurde in die Unterwelt geschickt, um zu lernen, wie man sie benutzt. Kräfte? Ach, eine lange Geschichte. Aber ich habe das ganze Elysium nach Antworten abgesucht. Meine Suche führte mich hierher. Du warst im Elysium? Ehre die Götter. Ehre Sparta. Brich keinen Schwur und das Elysion ist dein. Mein Vater sagte mir das, als ich ein Kind war. Und jeden Tag meines Lebens widmete ich diesem Credo. Doch nun im Tod muss ich dieses Elend ertragen. Falls jemand, mit dem ich gekämpft habe, das Paradies verdient, dann du. Warum bin ich dann hier? Du solltest das mit Hades klären. Das war Hades' Entscheidung. Er sagt, ich kann nur unter einer Bedingung ins Elysion. Indem ich mich meinem größten Feind stelle. Deimos. Deimos. Brasidas, du solltest dir nicht darauf warten, gegen sie zu kämpfen. Warum nicht? Deimos lebt. Hades hat dich betrogen. Das macht nichts. Irgendwann wird sie kommen, ganz sicher. Was genau hat dir Hades gesagt? Er sagte, um das Elysion im Tod zu betreten, muss der Sohn Spartas sich dem stellen, was ihn im Leben besiegt hat. Götter und ihre beschissenen Rätsel. Können die nicht einfach mal sagen, was sie meinen? Aber ich glaube, ich habe dein erstes Problem schon gelöst. Und das wäre? Ein wahrer Sohn Spartas würde sich niemals einem Feind ohne seinen Schild stellen. Wir müssen deinen finden. Er ist in der vergessenen Grabstätte. Ich wollte ihn holen, aber Hades' Wachen verteidigen das Grab, nachdem irgendein Malaka den Kerberos getötet hatte. Dieser Malaka war ich. Und jetzt muss ich für Hades arbeiten. Warum wundert mich das nicht? Du hast hier alles kompliziert gemacht. Zu Lebzeiten war ich nicht der Freund, den du gebraucht hättest. Lass es mich nun besser machen. Mein Mut hat mich in der Unterwelt verlassen. Tief im Innersten hatte ich gehofft, mich Deimos nie wieder stellen zu müssen. Was kannst du mir über diese vergessene Grabstätte sagen? Dort sind die Rüstungen, Trophäen und Waffen entehrter Krieger untergebracht. Dinge, mit denen sie begraben wurden, die sie in der Unterwelt jedoch abgeben mussten. Woran kann ich dein Schild erkennen? Du solltest ihn inzwischen kennen. Mein Schild trägt die Farben Spartas und hat viele Schlachten gesehen. Durch das Gewicht des Schildes wirst du wieder zu dir finden. Und nimm nur meinen Schild mit. Nimmst du etwas anderes, ist es dein Untergang. Aha.
Nicht Spartas. So, dann sammeln wir erstmal die beiden Schätze ein, damit wir den Ort hier fertig haben. Die Schätze sammle ich natürlich auch ein. Und Zeug brauche ich ja ohne Ende. Ja, ich finde, das Segeln ist immer noch das Effektivste, um Material zu bekommen. Was ich dann auch gekriegt habe. Man muss ja alles aufwerten. Alles. Kann auch nicht mit schwachen Waffen kämpfen. So. Das nehmen wir auch mit Schatzplündern. So. Hier ist auch noch was. Nehmen wir gern, das haben wir dann zum Verkauf. So, dann wollen wir mal schauen. Wo ist denn... Entschuldigung. Das, wo wir hin müssen. Nicht hier. Das ist hier, ne? Das Gewicht Spartas. Finde die vergessen. Sie befindet sich südlich. Tor der Glorreichen. Ja, hier komme ich aber nachher nicht rein, ne? Dachte ich. Ich gehe erstmal hier hin. Oder? Das kann man gar nicht erkennen. Ist das höher? Das ist tiefer auf jeden Fall. Wir gucken uns das mal an. Kein schöner Ort hier. Wahrlich kein schöner Ort. Ah. Das brauchen wir doch. Wir doch alles. Seht ihr, hier ist wieder verschleiert, aber ich werde den Ort schon mal erkennbar machen. Halle der Manai. Ne? Da müssen wir die Rüstung zusammen haben. Und da sind wir jetzt. Den Lift habe ich ja schon gesehen. Wenn ich jetzt das mache, komme ich da hin. Mach mein Handy. Wir gucken mal, ob ich da schon hinkomme. Komm schon. Dass wir die Schnellreise kriegen. Ja, das müsste gehen. Da oben auf den Gummiadler rauf. Stehen. So. Krios Nest. Gut. Oh, das ist ja noch weiter weg. Das ist ja alles riesig hier. Da sind Hundis. Die ignorieren wir jetzt mal. Schade, ich wollte die Aussicht genießen. Was machst du da, Alexios? Ich schaff's nicht. Jetzt aber, jetzt. Mehr so eine Geier, ne? So eine Riesengeier. Das... Er geht hier wieder nicht hoch. Ich drücke ja den Klöppel nach vorn. Die ganze Zeit. So, dann wollen wir mal den Ort synchronisieren. Ah ja, es hört gleich auf. Und hier haben wir dann auch unseren nächsten Freund. Hier. Ich habe wieder falsch gedrückt, Entschuldigung. So. Hier haben wir unseren nächsten Freund, Achillos, der Held des Trojanischen Krieges.
Das gucke ich mir jetzt in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Und dann geht's. Ich werde da mal hinschauen. Wir werden jetzt sehen, ob das geht. Ich habe ja jetzt hier eine Schnellreise. Das kann ich in der nächsten Folge mal machen. Dann kann ich hier wieder her zurück. Und dann geht's in die Richtung weiter. Hier ist ja auch noch ein Freund. Wir brauchen hier die 4 Torwächter. Gut. Die war der Giftmischer, ne? Da freue ich mich schon total drauf. Der Arsch. Das war auch ein harter Kampf. Die Folge war gerade erst. Naja, da könnt ihr mal sehen, wie man hier auf Vorrat spielt, also ich. Denn, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.